Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Pokémon die gelbe Edition. In der letzten Folge sind wir in Azuria City angekommen, haben schon gegen Gary gekämpft und haben versucht, das Bisasam von der netten Dame zu bekommen. Das ist uns nicht gelungen, ich weiß allerdings mittlerweile wieso. Und zwar muss unser Pikachu sehr glücklich sein. Wir schauen mal, ob unser Pikachu sehr glücklich ist, nachdem ich die Pokémon geheilt habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt notwendig war, aber ich bin einfach mal hingegangen. Einfach so testweise. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Okay, Pikachu. Oh, er springt schon in die Luft. Pika, Pika. Fast schon sehr glücklich. Okay, das heißt, wir setzen Pikachu nur noch an Stelle 1. Bis es Herzchen sprüht. Dann dürften wir unser Bisasam bekommen. Ich probiere es noch einmal kurz, wenn das Pikachu an erster Stelle ist, aber ich kümmere mich um verletzte Pokémon. Ich habe dieses Bisasam gehalten und gepflegt. Es braucht einen guten Trainer, der für es sorgt. Okay, Pikachu ist noch nicht glücklich genug. Aber wir gehen weiter. Über die Nugget-Brücke. Wir wollen zu Bill. Aber was ist das? Trainer, oh mein Gott. Das hier ist die Nugget-Brücke. Wenn du uns 5 Trainer besiegst, erhältst du einen Nugget. Wertvollen Preis. Willst du dein Glück versuchen? Ja. Käfersammler möchte kämpfen. Käfersammler setzt Raupi ein. Oh mein, sind die süß. Donnerschock. Haha, das schlug fehl. Fadenschuss schlug fehl. Hahaha. Aber jetzt nicht mehr, verdammt. Egal, das erste Raupi haben wir schon mal besiegt. Raupi wurde besiegt. Linus erhält 159 EP. Als nächstes kommt Hornlio und auch das werden wir bekämpfen. Alles mit unserem Pikachu in der Hoffnung, dass es sehr glücklich wird und dadurch, dass wir dadurch dann unser Bisasam bekommen. All das hätte ich doch schon sehr gerne. Donnerschock. Jawohl, Hornlio ist auch besiegt. Linus erhält 156 EP, Len besiegt Käfersammler. Wow, du bist gut. Len gewinnt 150 Pokédollar. Pika Pikachu! Also es freut sich schon sehr, das Pikachu. Ich bin Nummer 2. Nun wird es ernst. Göre möchte kämpfen. Ja, ist eine Göre. Göre setzt Taubsi ein. Oh nein, das wird ja ganz schwer mit unserem Pikachu. Ganz, ganz schwer. Donnerschock. Tada! Die Attacke ist sehr effektiv. Taubsi wurde besiegt, Linus erhält 165 EP und wird noch nicht Level 15. Nidoran weiblich in den Kampf geschickt. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nein. Donnerschock. Dürfte vielleicht hier... Oh doch. Volltreffer passt. Nochmal Donnerschock. Volltreffer. Och, Langweiler. Ja, ruckzuck kippt, damit wir auf jeden Fall als erstes angreifen. Weil der ist ja hinüber. Volltreffer. Sehr schön. Jawohl, Level 15. Linus versucht, Doppelteam zu erlernen. Aber Linus kann nicht mehr mehr als 4 Attacken erlernen. Soll eine andere Attacke zugunsten von Doppelteam vergessen werden? Nö. Doppelteam nicht erlernen? Ja. Linus hat Doppelteam nicht erlernt. Len besiegt Göre. Wie konnte ich verlieren? Ja, das weiß man nicht. Pika Pikachu! Das freut sich das Pikachu. So. Hier kommt Nummer 3. Ich mache dir das Leben schwer.
Teenager möchte kämpfen. Teenager setzt Radfratz ein. Und wir natürlich wieder mit Pikachu. Donnerschock ging daneben? What the hell? Das Radfratz ist stark. Holy crap. Ah, zweimal Donnerschock hintereinander, das überlebt's nicht. Verdammt! Okay. So, totes Radfratz. Ich will eigentlich nicht das Pokémon tauschen. Machen wir es auch nicht, und dann setze ich einen Trank ein. Wenn ich jetzt keinen Trank habe, dann bin ich, genau. Ja. Probieren wir es nochmal mit Ruckzuckhieb. Giftstachel. Jetzt muss ich wechseln. Wenn er jetzt vergiftet wird, ich lache so hart. Aber wird er nicht. Verdammt gegen Gift. Ich sollte mal aufhören. Sollte mal erst nachdenken und dann angreifen. Ach, Wickel. Wickel dich doch selber. Wahnsinn. Wie sehr ich Wickel hasse. Nein, oh, jetzt habe ich so viel A gedrückt. Ist ausgewichen. Ah, deswegen konnte er keine andere Attacke einsetzen. Und Rettern wurde besiegt. Dennis erreicht Level 15. Dennis lernt Karateschlag. Aber heute läuft's, oder? Heute läuft's. Teenager wird Zubat in den Kampf schicken. Möchtest du das Pokémon wechseln? Fati. Komm, Fati. Dennis, genug, kommt zurück. Los, Fati. Und wir machen eine Hornattacke. Und er setzt einen Blutsauger ein. Die Attacke ist sehr effektiv. Wir haben KP verloren, aber das kümmert uns weniger. Denn Zubat ist jetzt besiegt. Len besiegt Teenager. Ah, eiskalt erwischt. So. Pika Pikachu. Schauen wir mal, ob wir jetzt schon das Pokémon kriegen. Ich müsste ja sowieso zum Pokémon Center. Warum nicht gleich auf dem Weg dahin nachschauen, ob wir Bisasam bekommen? Ich komme für letzte Pokémon. Ich habe dieses Bisasam geheilt und gepflegt. Es braucht einen guten Trainer, der für es sorgt. Schade. So. Schauen wir mal Pokémon Center. Heilen. Ja, heilen. Bup, 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 bup. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Und Pikachu? Oh. Es ist wieder weniger glücklich geworden. Wieso das denn? Wieso das denn? Wieso das denn? Du. Huch. Elektroball macht ein Nickerchen. Okay. Meinetwegen. Wir gehen hier hin. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Kauf, schau dich ruhig um. Wir nehmen Tränke mit. 5 an der Zahl. Und das passt schon. Anscheinend mag Pikachu Pokémon Center nicht. Das heißt, wir müssen ihn heilen, ohne in ein Pokémon Center zu gehen. Okay. Das kriege ich hin. Das schaffen wir. Wie macht man einen Pikachu glücklich? Ich bin Nummer 4. Wirst du müde? Nein, denn ich war schon im Pokémon Center. Ich habe gecheatet. Hahaha.
Göre möchte kämpfen. Göre setzt Taubsi ein. Das spielt uns natürlich in die Karten. Sehr gut. Oh, okay. Na. Und natürlich sofort. Und natürlich sofort. Und noch einmal trifft er. La, let me run my name. Darf doch nicht wahr sein. Nidoran weiblich. Nein, ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Donnershock. Aua. Donnershock. Bitte, 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 bitte. Holy moly. Unsere Tränke dürften wahrscheinlich jetzt ganz unten sein. Und ich setze Trank gleich nochmal ein. So. Heuler. Haha, Attacke Schlupfehl. Hihi, och nee. Ist nicht gerade von Vorteil, wenn die Attacken daneben gehen. Linus, Mensch. Dieses beschissene Taubsi, echt, hey. Ich dachte schon, es trifft schon wieder nicht. Jetzt hätte es auch mal ein Volltreffer sein dürfen. Noch ein Donnerschock hinterher. Ja! Linus, danke! Linus erreicht Level 16. Ich danke dir, Linus. Ich habe auch verloren. Pika Pikachu! Wir müssen ihm noch ein paar Tränke geben. Item. Boah, das Pikachu macht mich noch irgendwann arm. Nein, das wollte ich gar nicht. Verdammt. Pikachu! Ja, wir wissen, du magst uns. Ich bin Nummer 5, ich mache dich fertig. Das glaube ich weniger, aber du kannst es ja gerne versuchen. Pfadfinder möchte kämpfen. Pfadfinder setzt Mankey ein. Okay, Level 18, okay, okay. Donnerschock. Ja, es darf ruhig auch etwas mehr abziehen. Donnerschock. Paralysieren. Schade. Das könnte wehtun. Au. Verdammt. Wenn er jetzt nämlich nochmal Fußkick einsetzt, dann bin ich am Popo. Gott sei Dank. Donnerschock. Ja! Ja. Diabolisches Lachen. Ah, Paralysation. Ich liebe es, wenn es bei Gegnern ist. Bei mir selber nicht, aber bei Gegnern schon. Ist das gemein? Das war zu viel des Guten. Len gewinnt 360 Poké-Dollar. Okay, sehr viel mehr freut sich's nicht. Herzlichen Glückwunsch! Du hast alle 5 Trainer besiegt. Du hast einen großartigen Preis gewonnen. Len erhält einen Nugget, der ist super, das ist super toll. Möchtest du auch Mitglied des Team Rocket werden? Boom, was? Unsere Gruppierung benutzt Pokémon für teuflische Zwecke. Möchtest du beitreten? Wirklich nicht? Komm schon, werde Mitglied. Ich empfehle dir, ein Mitglied zu werden. Ich glaube, ich sollte ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Dieses Angebot kannst du nicht ablehnen. Oh doch, das kann ich. Das kann ich und das werde ich. Team Rocket Rüpel. Nein, heißt noch nicht Rüpel, okay. Setzt Rettern ein auf Level 15. Wir setzen Pikachu ein auf Level 16. Okay, 3.
3 Donnerschocks sollten reichen. Bei Giftstachel halte ich immer den Atem an, weil es jederzeit könnte vergiftet werden. Gott sei Dank. Rittern wurde besiegt. 198 EP. Wird zubert. Das kehrt mich in feuchten Schericht. Das schert mich in feuchten Kehricht, so. Die Attacke ist sehr effektiv. Hätte ich jetzt gar nicht mitbekommen. Donnerschock. Hurra. Attacke ist sehr effektiv. Zubatubuse besiegt. Blablabla. Wahr, du bist gut. Len gewinnt 450 Pokédoll. Bei deinem Können wurdest du im Pinrocket leicht die rechte Hand vom Boss. Das ist toll, das will ich aber nicht. Ach, werd doch glücklicher, Pikachu. Ich mag die auch. Ach Mensch, Menschenskinder hier. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Wir benötigen deine Pokémon. Okay. Und ich sag währenddessen vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn dann hoffentlich unser Pikachu richtig glücklich ist und wir Bisasam bekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Komm jederzeit wieder vorbei.